gesehen, dass ich noch zwei Tore brauche. Das ist noch schlechter. Und das war ein Reflex von Garcia. Ja, den hält er gut. Der Kipper diesen Ball, aber die Fußposition. Jetzt doch, komm, ein Tor noch. Irgendwie ein Tor. Da hält es natürlich keinen mehr auf den letzten Mann. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Och Mann, Cyril. Bronze. Ganz knapp. Ah, war ziemlich an Einzelspieler gebunden. Okay. So, weiter. Nun der vierte Spieler aussuchen, und zwar der hier ist frei, der Captivier, ist gut. 80, das ist nicht so mäßig. Der 81 ist nicht schlecht. Viera für Nani. Nein, das darf nicht. Captivier finde ich schön. Ehrlich schön, finde ich gut. Finde ich gay. Bonnet bleibt auch noch. Dragunovic geht jetzt mal wieder, der war auch nicht so toll. Und Rasmus muss weg. Captivier tauschen. Ja, tauschen. Dann was? Captivier ist auch ein Spieler, den kennt man. Finde ich auch cool. So, mal schauen, wie viele Tore hat jetzt eigentlich der schon? 4 Spiele, 4 Tore. Der Rune. Eto'o, 19 Spiele, 10 Tore. Pirlo, 6 Spiele, 2 Tore. Messi 8 Spiele 1 Tor, Ribéry 15 Spiele 5 Tore und Nani 18 Spiele 7 Tore. Und da wollte ich noch was nachschauen, und zwar Neri 17 Tore, 17 Spiele 3 Tore, Endo 16 Spiele 3 Tore und Boazza 3 Spiele 2 Tore, Bakal 8 Spiele 2 Tore. Sagen die, muss ich gucken. 19 Spiele, 15 Tore, geil. Kone, der hat ja gar nicht gespielt. Nehmen wir auch nicht. Gut, gut. Das Bücher. 7 Spiele, 1 Tor. Nur ein Tor hat der geschickt. Macht echt, wusste ich gar nicht. So, Glückwunsch, ein neues Level. World Classics. Habe ich freigeschaltet. Die diesjährige Fußball. Was? Die Teams besiegt. Du darfst den Legenden des Fußballs herausfordern. Ja, ganz also sage ich euch. Bis gleich, euer Zuckerfreak, wenn es der nächste Part heißt. Danke schon, tschüss.